Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute ist der Park von Dr. Agen dran und der heißt Yukon Valley Park. Da sind wir gerade schon im Eingangsbereich. Hat er übrigens zusammen mit seinem Opa gebaut, also erstmal schöne Grüße an dich Dr. Agen und natürlich auch an deinen Opa. Und ich habe mittlerweile auch hier ein Fernglas, kommt man hier nämlich einfach ausrüsten, das ist ganz cool. Wusste ich vorher gar nicht. Also die Mod ist wirklich mega gut. Übrigens eine Mod. Also viele haben gefragt in den Kommentaren. Die Mod heißt, glaube ich, First-Person-Mod. Und da kann man dann halt in Besucherperspektive durch die Gegend laufen und hüpfen. Die ist echt richtig cool. Da kann man auch dann noch so Nachtsicht und sowas einstellen. Also hier zum Beispiel. Denn da kann man auch einstellen. Also das Logo da oben. Das ist alles super gut gemacht. Aber wir laufen jetzt ganz normal durch die Gegend. Und mir ist übrigens aufgefallen, dass hier am Eingangsbereich eine Toilette vorhanden ist. Das heißt, ihr müsst gar nicht unbedingt am Eingang eine Toilette bauen, weil wohl in diesem Gebäude eine drin ist. Wir gehen jetzt aber, würde ich sagen, mal los. Und du hast hier direkt am Anfang so einen Helikopterlandeplatz. Finde ich ganz cool. Gerade der Helikopter mit dem Jurassic Park Design gefällt mir da optisch echt gut. Und auch das Ranger-Gebäude dahinter in dem Stil. Und dann gibt es hier natürlich einige Cafés und andere Besucherläden, wo sich die Besucher Souvenirs und Essen und Trinken holen können. Auch hier schön mit Deko schon gearbeitet. Und du hast direkt am Eingang auch noch eine Toilette gebaut, was ich ja sowieso immer gut finde. Ich finde, solche Plätze kann man immer besser erkunden von oben. Sieht meistens beeindruckender aus als von hier unten. Wobei von hier unten immer die Atmosphäre echt gut ist mit diesen ganzen Geräuschen. Und wo gehen wir denn jetzt lang? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier vorne einfach rein. Es gibt viele, viele Wege, aber wir gehen mal hier rein. Ich glaube, das ist irgendeine Tour oder sowas. Ist tatsächlich eine Besuchergalerie, also keine Tour. Eine Tour hätte, glaube ich, auch dran gestanden. Ich sehe hier aber keine Dinos. Doch, da. Die Ceratopse dürften das, glaube ich, sein. Schlafen aber gerade. Sind aber schön in den Bäumen versteckt. Ja, tolle Dinosaurier. Sieht auch schön aus in dieser Landschaft und dann mit diesen Bergen im Hintergrund. Und hier vorne hast du das Wasser gemacht, damit sie dann auch mal zum Trinken hier vor müssen. Damit man sie gut beobachten kann. Aber ich denke, hier haben wir genug gesehen. Ich finde es übrigens schade, dass man nicht in dieser Galerie rumlaufen kann. Das wäre mega cool. So sieht das Ganze von oben aus. Also es gibt gar nicht so viele Wege, nur links und rechts. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich als erstes mal links. Und hier, das ist der Plaza, wo wir gerade waren mit den Läden. Hier ist auch noch ein Weg, der abgeht, aber der hat eine andere Farbe. Also ich gehe davon aus, dass der eigentlich nicht für die Besucher ist. Deswegen gehen wir den mal nicht lang. Und wir gehen jetzt, wie gesagt, mal links lang. Da sehe ich schon den Rexy. Oh, der ist sogar schon voll angeschlagen, der hat voll viele Narben. Da haben wir dann die nächste Beobachtungsgalerie auch direkt. Oh, und das ist ein felsigeres Gehege. Und sind sogar zwei Rexys. Die kommen hier gerade auch perfekt. Das ist nice. Wir haben übrigens auch wieder alle Gebäude und Dinosaurier Namen bekommen. Also die wurden alle fleißig benannt. Aber die werde ich jetzt in diesem Video nicht alle durchgehen. Das würde zu lange dauern. Ja, richtig schön. So sieht es von oben aus. Auch wieder sehr cool gestaltet. Und weiter geht's. Hier rechts ist übrigens das Triceratops-Gehege. Kann man mit etwas Glück die auch nochmal zu Gesicht bekommen. Schön durch den Zaun. Ja, wir sprinten weiter. Schön durch die Besuchermengen. Oh, du hast hier sogar Strom verbaut, so wie es aussieht. Das sind auf jeden Fall Strommasten. Und hier ist das erste Hotel. Im Jurassic Park Design mit Strohdächern. Da werde ich jetzt mal nicht reingehen. Sieht nicht so aus, als wenn die Aussicht mega spektakulär wäre. Nö, ich denke nicht. Aber hier haben wir dann auch direkt die nächste Beobachtungsgalerie. Und das ist sogar ein weiteres Gehege.
Das ist sogar sehr bergig. Ich weiß aber nicht, was hier drin lebt. Keine Ahnung. Scheint sich auch gerade zu verstecken. Da bewegt sich was. Ich kann es aber nicht erkennen. Keine Ahnung, was das ist. Sind das Dilos? Ja, das sind Dilos. Okay. Haben wir es immerhin gesehen. Das war jetzt das Gehege hier. Und dahinter ist dann so ein kleiner Industriebereich. Da, wo man Dinosaurier ausbrütet. Und das ist auch der Weg, den ich vorhin nicht lang gegangen bin am Eingang. Also da brauchen wir dann auch nicht hinlaufen. Hier rechts Dilos. Da links Rexies. Und hier geht es dann Richtung Aviarium, so wie es aussieht. Sogar so ein bisschen bergauf. Mit so einem Doppelweg und in der Mitte solche Jurassic World Flaggen. Oder was sind das, so Banner, ne? Sieht cool aus. Hast ja auch richtig schön das Terrain übergeglättet. Der Weg ist mega perfekt. Da kann man echt gut drauf laufen. Auch keine Ecken und Kanten drin, also das wird echt Mühe gegeben. Ich sehe da schon die ersten Flugsaurier. Sind hier ein paar Sitzmöglichkeiten auch noch. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt da vorne in die Galerie rein. Und dann beobachten wir die mal. Boah, das sind viele. Cool. Die Morphodon. Und Pteranodon sehe ich. Sehr cool gestaltet. Schön viele Felsen hast du hier verbaut. Das sieht echt gut aus. Und auch Höhenunterschiede hast du eingebaut sogar. Das ist so cool, dass sie da auf den Felsen mittlerweile landen. Ah, da rechts ist auch noch eine Galerie. Da sieht die sich dann so aus. Richtig schön mit der Sonne da im Wasser, wie sie sich spiegelt. Und dann würden wir jetzt als nächstes da vorne zu der Einschienenbahn kommen. Aber ich zoome nochmal raus. Könnt ihr das nochmal von oben sehen. Weil finde ich ganz cool, wie du das hier gebaut hast. Schön auf so einer Erhöhung. Sieht optisch echt cool aus. Aber wir fahren jetzt mal die Strecke hier entlang. Wir fahren jetzt auch nicht direkt mit der Einschienenbahn, weil das immer so schnell geht. Ich fliege jetzt einfach mal selber da lang. Aber das ist richtig schön mit der Landschaft hier. Cooler Streckenverlauf, direkt hier so am Rand entlang vom Wasser. Oh, wie schön diese Karte ist. Fällt mir richtig gut. Hier würde ich gerne Urlaub machen. Hier ist der nächste Bereich. Da erwartet uns auch nochmal einiges. Und da kommen wir auch direkt auf so einen Platz, wo du wieder schöne Stühle und Tische hingestellt hast und auch schön dekoriert hast. Und auch cool mit zwei Wegfarben hast du hier gearbeitet. Sieht sogar echt sauber aus hier, die Übergänge. Gut, hier ist eine kleine Kante drin. Aber das bleibt leider bei Jurassic World Evolution 2 nicht aus. Bisschen schade, dass die Wege so schlecht miteinander funktionieren. Sieht von oben bestimmt wieder richtig cool aus. Dieser Platz. Du hast hier dir echt Mühe gegeben. Überall richtig schön dekoriert. Dann nochmal ein paar Besucherläden hier hin. Sogar hier zwischen Felsen platziert. Oh, überall Deko. Mega gut. Und dann haben wir hier nochmal eine Ranger-Station. Auch im gleichen Stil wie am Anfang die. Und dann geht es hier vorne nochmal zu einer Beobachtungsgalerie und ein Turm. Ich würde sagen, wir wählen rechts. Gehen wir in den Turm. Da haben wir bestimmt bessere Sicht. Und hier ist das erste Schneegehege. Mit Cryolophosaurus ist das, glaube ich, ne? Ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch. Dürfte aber eigentlich. Drei Stück sind es, glaube ich. Ist aber auch sehr cool hier gemacht. Links und rechts die Ränder so erhöht. Und in der Mitte dann so ein kleines Gewässer, wo die dann trinken gehen. Kann man mega gut beobachten hier durch den Turm. Das ist auch schön abgeschirmt hier mit diesen Felsen, damit die sich nicht so belästigt fühlen von den Besuchern.
cool aus. Und auch keine Zäune hier auf den Seiten rechts und links. Ich weiß nicht, ob du da unsichtbare Zäune platziert hast oder... Das können wir mal schnell rausfinden. Nee, du hast das nur bis zu den Rändern geführt. Ich glaube, du hast in dem Park auch gar keine Mods benutzt. Wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe von der E-Mail. Das Gegen sieht cool aus. Ist auch viele Felsen platziert. Und das hier war der Bereich, den wir jetzt gerade gesehen hatten. Also sehr cool designt dafür, dass hier so wenig Platz ist. Und hier vorne ist auch nochmal ein Turm, wo man die Aussicht genießen kann. Oh, wie gut. Oh mein Gott, ist das perfekt. Richtig cool, dass du sowas eingebaut hast. Das sieht echt mega schön aus. Was ein toller Ausblick. Ich bin jetzt den Weg mal wieder zurückgefahren mit der Einschiebenbahn. Und jetzt gehen wir mal auf die rechte Seite von dem Park. Da gibt es nämlich auch noch einiges zu entdecken. Was ist das hier überhaupt für ein Gehege? Ja, nur die Rexies. Da gibt es auf jeden Fall schon mal ein paar Hotels. Checken wir hier mal kurz ein, dann haben wir vielleicht ein bisschen Übersicht. Wir lassen es uns mal wieder gut gehen hier. Und man kann hier, glaube ich, sogar echt gut die Dinosaurier beobachten. Das ist das Rexy-Gehege hier vorne? Ah ne, Triceratops-Gehege, okay. Dann weiß ich ungefähr, wo wir gerade sind. Rexy dürfte dann da hinten sein. Der seid ihr irgendwo. Das heißt, wir müssen gleich nochmal dahin. Da gibt es nämlich auch noch Pentaceratops, sind es, glaube ich. Die hatten wir noch nicht gesehen. Und da müssen wir noch weiter nach links. Da ist auch noch ein größeres Hotel und eine... Oh, da kann man sogar schon was sehen. Oh, ich habe noch Mods installiert. Oh no. Ah, deshalb so wild, denke ich. Bin jetzt nochmal in die Beobachtungsgalerie. Oh, was macht er denn? Ich dachte gerade, der greift irgendwie an oder so. Sprintet auf einmal los. Ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt nochmal in die Beobachtungsgalerie von den Pentaceratopsen gegangen. Damit wir die auch nochmal sehen können. Das Ganze sieht so aus. Also, dass ihr mal einen Überblick habt. Hier sind wir vorhin gestartet. Und jetzt sind wir hier auf der rechten Seite. Die linke Seite hatten wir soweit abgeklappert. Wir kommen auch gleich noch da vorne zu der Lagune. Pentaceratopsen sind echt cool. Mag ich auch mega gerne. So, jetzt gehen wir mal zu der Lagune. Und vielleicht zu den Hotels mal eben. Ah, da war ich ja gerade schon, ne? Wir könnten hier nochmal in dem größeren einchecken, aber ich glaube, das hat genau die gleiche Aussicht wie das kleinere. Ich sage, gehen wir hier mal in die Galerie rein. Das ist auch richtig cool, ja? Mit den Bergen im Hintergrund. Und dann auch die Einschienenbahnstrecke da so lang geführt. Das heißt, manchmal fahren dann da auch die... Oh, so wie jetzt. So eine Einschienenbahn da lang. Finde ich optisch auch mal echt cool. Normalerweise wären das hier übrigens ich dies. Also diese Urzeitdelfine. Ich habe aber noch eine Mod installiert, deswegen sind das diese fiesen Fische. Denke ich mal nicht so schlimm. Hatte ich jetzt ganz vergessen zu ändern. Und alles nur normale Fische, schade. Ah, da vorne ist einer. Da sieht man sie. Und noch sehr weit weg. Aber es ist cool, mal was anderes zu sehen, außer ein Mosa. Oh, da sind auch noch Plesios. Cool. Also hier scheint sich einiges zu verstecken in dieser Lagune. Hier ist übrigens einiges drin an Wassersauriern. Wie cool das aussieht. Hier sind wirklich richtig viele drin. Kann ich das mal zeigen. Aber ich finde ich auch gar nicht verkehrt, weil das ist ja alles eher die kleineren, die du da ausgewählt hast. Also Plesios und Ichthys sind das normalerweise. Und wir sind jetzt, glaube ich, mit dieser Ecke soweit fertig. Hier vorne gibt es dann nochmal drei Beobachtungsgalerien. Und dann endet das Ganze hier. Das heißt, wir müssten jetzt hier mit dieser Einschienenbahn... Oh, die fährt gerade sogar los. Perfekt. Können wir uns schnell mal anschließen. Wir müssen jetzt hier losdüsen und zwar in den rechten Parkbereich. Sieht so schön aus. Diese Berglandschaften.
halt genau mein Ding. Und ich glaube, hier unter uns sind schon Gehege. Das sind auf jeden Fall Zäune. Oh ja. Brachios. Gallis. Oh, wie schön. Das ist ein tolles Bild. Richtig schön im Wald versteckt. Diese Geräusche, wenn die essen. Voll cool. Oh, ist das toll. Oh, die Einschiebbahn endet dann hier vorne. Und dann würde ich sagen, machen wir auch an dieser Stelle weiter. Und dann kommen wir auch hier wieder auf einen großen Plaza. Oh, da vorne ist nochmal eine Lagune, so wie es aussieht. Aber wir gehen erstmal hier links in den Turm, würde ich sagen. Weil da hat man immer ein bisschen bessere Übersicht. Es dürfte aber, glaube ich, das Brachiosaurus-Gehege sein, hier links. Ja, genau. Das ist das, was wir gerade gesehen hatten. Hier unten hast du auch noch Zäune vorgemacht, damit sie da die Klippe nicht hochlaufen. Das ist aber ganz cool gelöst hier immer. Also du hast hier halt ohne Mods gearbeitet, aber hast einfach den Zaun immer bis zum Rand gemacht, damit die Dinosaurier nicht ausbüchsen können. Also es geht auch ohne Mods. Mit Mods ist es natürlich ein bisschen schöner, dann hättest du hier einfach einen unsichtbaren Zaun vormachen können. Aber es ist natürlich immer besser, wenn man ohne Mods das hinbekommt. Hast du auch echt sehr, sehr gut gelöst. Und dann gehen wir hier gegenüber nochmal in die Beobachtungsgalerie rein. Und da haben wir den Klassiker, den Mosasaurus. Schnell runter, wenn er gerade hier ist. Mega gut. Der Moser darf nicht fehlen. Der war, glaube ich, bis jetzt in jedem Park, den ich besucht habe. Das hier ist übrigens der letzte Bereich von oben. Auch hier hast du wieder einen schönen Platz gebaut. Und dann noch hier ein kleines Moserbecken. Hast auch alles ausgenutzt, was es an Platz in diesem Bereich gab. Ich glaube, du hast allgemein den ganzen Park voll ausgefüllt. Also der ist echt groß. Kann ich noch rauszoomen? Ja, so. Also das ist hier alles komplett bebaut. Aber ich glaube, wir haben jetzt nichts übersehen. Ich hoffe. Das war der Yukon Valley Park von Dr. Agen. Ich weiß nicht, ob ich es hochladen darf. Falls ja, findet ihr das Ganze unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also ich fand den Park wirklich richtig cool. Vielen, vielen Dank, Dr. Agen und Opa, dass ihr den für mich gebaut habt und eingeschickt habt. Falls ihr mir auch mal einen Park von euch einschicken wollt, dann schaut unten in der Videobeschreibung vorbei. Falls euch das Video gefallen haben sollte, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.